Herzlich willkommen, meine Freunde, zurück zu Minecraft Zero. Natürlich zu Minecraft. Hope. Oh Gott, Hoffnung. Ich hab's schon wieder vergessen. Ja, auf jeden Fall habe ich ein bisschen gebaut. Mein kleines Piratenschiff. Ne? Da habe ich meinen Kartoffelfarm und sowas, ne? In den Kisten sind ganz viele Sachen, ganz viel Holz, ne? Was ich brauche, zum Beispiel dieses Schwarzeichenholz. Aber um was kümmern wir uns in dieser Part? Wir brauchen noch zwei Anvils, die hier hinkommen. Das heißt, wir müssen Eisen farmen. Ich habe hier schon mal alles. Wir müssen noch... Ach nee, ich bin... Ich habe schon wieder ein bisschen falsch hier vorbereitet. Ich brauche drei Diamanten. Ah nee, klappt auch so. Okay, puh, ich dachte schon. Ich dachte, ich müsste jetzt schon wieder drei Diamanten verschwenden für eine Spitzhacke. Oh, hopp. Wir brauchen auch noch Kohle. Und während wir ja dann Kohle suchen, nee, Lapis brauche ich jetzt nicht. Das kann hier rein. Das brauche ich auch nicht. Ich brauche Glück. Glück. So. Meint ihr, ich komme von hier unten an den Amboss dran? Ja, könnte klappen. Ja, super. So, dann haben wir nämlich eine Glücksspitzhacke. Das ist super. Da können wir direkt mal farmen gehen. Home 2. Oh, guck mal, so viele sind da. Das sind die YouTuber. Die YouTuber sind natürlich auch unten alle verlinkt. Und ja, dann gehen wir mal irgendwo runter. Ich laufe mal ein bisschen nach vorne, das ist die Farmwelt. Ich weiß nicht, wie die hier generiert wird, weil es ein bisschen komisch. Also ich finde es komisch. Vor allem, man findet hier kaum Eichenbäume. Das ist ein bisschen blöd und blöd zusammen. Ich habe mir außerdem einen Wecker gestellt für 20 Uhr wegen Harry Potter Mystery. ja. Also falls euch der Wecker klingeln sollte, ne? Dann verzeiht mir. Oh Gott, direkt Stein. Ich weiß, es ist ganz dumm, sich immer straight nach unten zu buddeln, aber so geht's eigentlich. So mache ich das eigentlich immer, ne? Weil ich habe keinen Bock, irgendwie eine Höhle oder eine Treppe zu bauen, ne? Wenn ich TP habe, dass ich mich jederzeit nach Hause teleportieren kann, dann braucht man diesen Scheiß hier nicht. So. Wir graben bis auf Ebene 15. Weil hier die Dias anders spawnen als sonst. Spawnen nämlich schon etwas höher. Und 15 findet man meistens auch noch mehr Höhlen. Das ist auch... Wo sind wir? Okay. Oh, Kohle. Ah, mit der Glücksspitze. Und hopp. Oh. So. Ach ja. Falls ihr Suro schaut, ne? Wo schaut ihr das denn? Ich schaue es immer bei Stegi oder bei Pizmeet. Hm? Ne. Schreibt es mal in die Kommentare oder erzählt es mir privat. Mann. So, hopp. Komm. Sind wir endlich da? 33. Oh, komm, ich lasse es mal. Ich habe jetzt Labimod installiert, weil da gibt es so einen Sprachchat. Und die haben sich gewünscht, dass sich das fast jeder Spieler holt. Deswegen habe ich es mir auch mal geholt. Ja, Labimod. Boah. Das waren noch Zeiten. Habe ich zwar nie wirklich benutzt, ne? Aber ich hatte mal so ein paar Kollegen, die das immer benutzt haben. Und ich habe mir gedacht, hä? What the fuck? Wozu brauche ich den Scheiß? Vor allem, wenn die da mit ihren Fledermaushüten und sowas herumlaufen. Hä? Was? Das brauche ich nicht. Das ist ja nur hier, ne? Weggeschmissene Framerate. Ja. Okay. Wir brauchen... Dings. Oh, Diamanten. Ne, Diamanten sind hier nicht so selten. Ja, Eisen ist selten. Deswegen. Diamanten, ich brauche euch eigentlich nicht. Aber okay, 9 Stück. Nehme ich gerne für Werkzeug. Da habe ich es nämlich auch immer mit, weil ich weiß noch nicht, woraus ich die Segel mache. Oder die Schatzkammer mache vom Piratenschiff. Das wird sich dann noch zeigen. Oh, eigentlich, wenn ich hier so. Meine,
Dann könnte ich eigentlich auch ein paar Fragen beantworten, oder? Oder was ich heute den... Nee, das kann ich nicht beantworten, weil ich habe heute nichts gemacht. Ich war nicht schwimmen, ich habe heute gar nichts gemacht. Wirklich gar nichts. Hat wer ein Name-Tag, bietet 10 Dias. Nope. Würde ich dir auch nicht geben. Doch. Axman, du hast nämlich das hässlichste Haus auf dem Server. Ja. So, okay, hier gibt's nur Redstone, Redstone, ja, schön. Ich muss dahin. Oh nein, nicht mit der Lux-Hacke abbauen. Sondern hier mit. Komm. Nee, Lapis, ich will jetzt kein Lapis, ich brauche Eisen. Eisen oder eine Höhle. Eisen oder eine Höhle, Leute. Soll ich einfach mal Ask.fm öffnen? Was haltet ihr davon, wenn ich hier weiter buddel und weiter buddel? Ask.fm. Öffne dich. Okay. Sollte man Menschen eine zweite Chance geben? Es kommt drauf an. Keine Ahnung, ne? Weil, angenommen, jemand tötet jetzt hier, ne? Meine Eltern oder so. Dem würde ich, glaube ich, keine zweite Chance geben. Also, denn es gibt einen erheblichen Grund dafür. Ja, aber ich verzeihen, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Aber wenn er dann 15 Jahre im Gefängnis, lebenslang halt, ne, dann da sitzt, weiß ich nicht. Kann ich echt kaum beurteilen. Aber so allgemein finde ich schon, dass jeder eine zweite Chance verdient hat. Ja, wieso nicht? Jeder macht mal Kacke. Und weil wenn man da mal selber die Kacke gemacht hat, dann will man ja auch eine zweite Chance bekommen. Und ja, ne? Lapis, oh, viel zu viel Lapis. Ich farme jetzt kein Lapis mehr. Ich brauche kein Gold, aber Gold ist selten, deswegen nehme ich dich mit. Komm her, Gold. Komm her, Gold. Ich hätte auch mal einen Wassereimer mitnehmen können, oder? Die klügsten Ideen kommen mir immer zu spät. Immer. Und die Leute da im Chat, ne? Boah, die sind richtig toxisch. Manchmal. Manchmal. Aber manche sind auch lustig. Und da gibt es diese Troller. Wegen denen ich vielleicht aus dem Projekt fliegen könnte. Weil ich hier nicht YouTuber bin, ja. Obwohl ich denke, dass manche kleiner sind als ich. Dass ich dann wegen so einem Typen halt, ne, einfach aus dem Projekt fliege. Weil wenn ein Wildcard-Gewinner Scheiße macht, ne, dann leiden alle darunter. Ja, das ist sehr konsequent. Finde ich jetzt nicht so geil. Ne, aber okay, was soll man machen, ne? Ich bin ja nicht die Leitung hier. So. Da haben wir nochmal Dias. Merkt ihr schon? Haben wir ein Eisen? Ein Eisen haben wir. Ich fasse es nicht. Ich fasse es einfach nicht. So, Diamant, kommt bitte. Oh, 6 Stück sind... Oh, Eisen! Oh mein Gott, Leute. Ich freue mich so. Wie viel braucht man für einen Dingsbumsi? 9 mal 3 sind 27 plus 4 sind 31, also braucht man eigentlich einen Stack. Oh, falsche Spitzhacke. Also ein Stack Eisen brauchen wir, um noch 2 Ambosse zu machen. Okay. Ach, das sind noch mehr Dias. Noch mehr. Boah, Alter, ey, ich habe jetzt schon über 20, 30 sogar. Ach komm, Lapis. Ach nee, ich will eigentlich nicht so viel Lapis haben. Ich habe wirklich viel zu viel. Habe ich Holz mit? Nee, habe ich glaube ich nicht. Nee, habe ich natürlich nicht. Dann lasse ich das jetzt echt liegen. Ist da noch? Nee, ist nicht. Okay, dann gehen wir mal zurück zu meinem Gang. Aber Vorsicht. Ich will hier nicht. Oh, Redstone nehme ich mal mit. Weiß ja nicht. Oh Gott, diese Monster. Ich muss mal ganz, ganz schnell hier in Sicherheit. Ich wollte dich nicht mitnehmen. Wo kam ich denn her? Hier. Ja, geil, dann gehe ich da durch. Och nee. Lapis und Diamanten. Och man, jetzt habe ich schon wieder mit der falschen Spitzhacke. Ist nicht schlimm, Moritz. So, weiter geht's. Ja, der Baumpilot, ne, da könnt ihr auch mal gerne vorbeischauen. Der hat mich hier eingeladen. Fand ich sehr nett, dass er sich für mich entschieden hat. Jeder YouTuber durfte sich einen aussuchen und die Leitung hat 4 ausgesucht, glaube ich. 4 oder 5.
Und ja, geil. Ich mag das Projekt tatsächlich. Ja, und ich hoffe, dass ich hier noch ein bisschen was machen kann. Und wenn ich hier rausfliege, ne, dann zeige ich dir ein Video, ja, dass ich Videos hierüber mache, ja. Und dann lassen sie mich vielleicht doch drin als YouTuber dann. Das wäre doch was, oder? Sehen wir da mal. Ich sollte vielleicht mal meine Eisenspitzhacke kaputt machen. Okay, nächste Frage. Oh Gott, ich habe sieben Fragen bekommen. Was? Für was gibst du am meisten Geld aus? Mit zwei Rechtschreibfehlern, ja. Geld mit T, okay. Ja. Ich würde sagen, momentan für Benzin. Das ist eine blöde Antwort, aber ich glaube schon. Ich glaube für Benzin. Dann kommt Lebensmittel. Dann kommen jeden zweiten Monat 100 Euro für Kleidung circa. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Nee, 150. Sagen wir 150. Ja. Sonst auch für meine Switch, ne? Die ganzen Spiele, die sind schon teuer. Ich bedenke, wie viel Sword Art Online schon wieder gekostet hat. 50 Euro, ja? 50 Euro. Ja. Ja. Das war's. Du weißt, wer ich bin, oder? Nee, weiß ich nicht. Sorry. Wer arbeitet gerade so? Ich nicht. Welche eine Sache würdest du tun, um die Welt zu ändern? Ich würde so ein Gerät erfinden, das die Luft reinigt. Dass da keine CO2-Gase da mehr zum Ozon hochgelangen. Das wäre doch eine krasse Erfindung, oder? Eisen. Mann. Wie viel haben wir? 13. Boah, das läuft ja so schleppend voran. Oh mein Gott. Okay, kriegt man hier auch mehr raus? Weiß nicht. Ich würde gerne wissen, wer mein Stuff geklaut hat und dabei mein Haus zerstört hat. Ja, guck. Und die schieben das natürlich alle auf die Wildcards. Ja, bei YouTuber, die würden sowas nie machen, ne? Sieht man auch in Juro, wie Gomme und so einfach das Haus von Herr Bergmann gegrieft haben. Das war schon asozial. Oh mein Gott. Ne, also das und Kev ist halt gestorben. Ich hab mich gefreut, aber sag ich nicht wieso. Oh, ist hier ein Dungeon? Nee, ne, Dungeons gibt's hier nicht, glaube ich. Lapis. Okay, gucken wir da eben. So, zeig ein Foto von deinem Haustier. Das müsste ich ja, wenn dann hier reinschneiden. Deswegen sage ich einfach, ich habe keins mehr, weil ich bin ja ausgezogen. Jetzt habe ich gerade keins mehr. Ich werde mir aber wahrscheinlich irgendwann mal wieder einen Hund holen. Sobald ich eine Festanstellung habe irgendwo. Festanstellung. Ja. Würdest du dein Kind so erziehen, wie deine Eltern dich erzogen haben? Auf gar keinen Fall. Ich glaube, ich wäre ein bisschen strenger als meine Eltern. Und ich wäre hoffentlich auch etwas öfter zu Hause. Weil irgendwie war ich... Ich war eigentlich immer alleine zu Hause. Da meine Eltern getrennt waren, ist das halt so eingependelt. Dass meine Mutter immer arbeiten musste von 8 Uhr bis 17 Uhr. Und dann war ich halt während der Zeit nach der Schule zu Hause. Alleine. Ich glaube schon mit 6 Jahren. Immer alleine. Und das Lustige war dann immer, ja. Ah, oh, Moritz, denk dran, nur eine Serie schauen. Also nur eine Folge darfst du schauen. Meine Mutter war ja nie da, ne? Dann habe ich immer so gesagt, ja Mama, ich habe heute noch nichts geschaut, ne? Darf ich dann das da gucken? Noch? Dann sie so, ja, ja. Boah, toller Junge war ich, oder? Ja. So, und? Ne, ich würde nie in meinem Leben so oft umziehen, wie meine Mutter das getan haben. Oh, die so, ja, ich brauche jetzt neue, hier, eine neue Tapete mal. Heißt in Klartext, wir ziehen um.
und das 11-mal in der gleichen Stadt. Ne? Und, oh Gott, ne. Hilfe, ey. Die ist jetzt schon wieder umgezogen, ne? In dem Jahr, wo ich ausgezogen bin, also schon ein bisschen länger her, da ist sie dann auch direkt irgendwie wieder umgezogen. Und so weiter halt. Und jetzt wohne ich seit einem Jahr in Düsseldorf und jetzt ist er schon wieder umgezogen. Da frage ich mich langsam echt, ne? What the fuck? Ich habe keinen Bock hier jeden Tag umzuziehen. Mann. Den Typen würde ich auch am liebsten sagen, Sven nicht, du nervst mich. Danke. Oh Gott, ich hoffe, er sieht das Video nicht. Ich hoffe. Ich hoffe, ich wurde auch gebrieft, hör ich so herum. Ich habe es einmal kurz angemerkt, dass meine Kisten halt ausgeplündert worden sind. Da gab es den Befehl mit dem Block noch nicht. Und ja, hol ich jetzt noch herum? Nee. Mein Gott, ey. Vielleicht liegt es auch am Alter ein bisschen. Ach man, jetzt ist ja auch noch Kies. Nee, da habe ich keinen Bock drauf auf Kies. Geh weg, Kies, weiche von mir. Ach, das ist auch noch Kies. Ich raste aus. Achso, fang. Ah ja, ich wäre auch ein bisschen strenger mit dem Essen, weil ich bin echt so ein Fastfood-Fresser, ja. Aber meine Kinder, die sollen sich bitte gesund ernähren. Und ja, das werde ich auch auf jeden Fall dann drauf achten, ne? Ich will ja nicht, ne, dass die nur Fastfood essen wie ich, ne? Und ich habe dann die Hoffnung, dass ich mich dann auch ein bisschen verändere, wenn ich dann Kinder habe mit dem Essen. Man will ja dann ein gutes Vorbild sein und so, ne? Und ja, ne, das ist auf jeden Fall so ein Ding bei mir momentan. Ich habe so angepeilt, mit 27 hätte ich schon ganz gerne ein Kind. Mit 26 heiraten. Und ja, mal gucken, ob der Plan so klappt, ne? Noch habe ich ein bisschen Zeit. Ja. So, weiter geht's. Ich möchte auf jeden Fall nicht über 30 sein und dann erst ein Kind haben. Weil nicht. Oder über 40 ist ja noch schlimmer. Nee, muss schon früher sein. Ja. Ich fand es eigentlich auch immer interessant mit dem Adoptieren. Weil ich stelle mir das eigentlich, weiß nicht, das ist ein bisschen chilliger, oder? Aber man will ja, weiß ich nicht, ob das so viel anders ist, wenn man ein eigenes Kind hat oder ein adoptiertes Baby jetzt zum Beispiel aufzieht. Keine Ahnung. Vor allem in dem Film ist das dann immer so schwer, also in dem Film wird da, oder in Serien, wird immer so gezeigt, ja, mit 16 erfahren die das dann so irgendwie und dann sind die erstmal total schockiert. Oh mein Gott. Man müsste es, ich weiß auch nicht, wie würde ich das machen? Würde ich denen das dann direkt mit 6 Jahren oder so sagen, dass ich nicht der leibliche Vater von denen bin? Oder würde ich das auch relativ spät erst machen? Boah, das ist echt schwer. Also ich glaube, ich würde es direkt sagen, aber ich bin mir da nicht so sicher. Keine Ahnung. Die Frage, die ich... Oh Gott, ich habe viel zu viel Kacke. So. Kies, weiche von mir. Andesit, weiche von mir. Andesit, weiche von mir. Andesit, weiche von mir. Dirt, weiche von mir. So, Kabel auch. Bla 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 bla. So, weiter geht's. Falsche Spitzhacke, ich brauche immer noch Eisen. 19 erst, ne? Oh Gott. So, ich nehme so lange auf, bis ich das Eisen habe, ja? Wir müssen vielleicht um 20 Uhr eben kurz Schluss. Oh, ist in einer Minute. dann mache ich das nebenbei, okay? Okay. Dann mache ich mal eben kurz meinen Wecker aus. Und gehe mal kurz in Harry Potter Mystery. Und spiele natürlich hier währenddessen noch fleißig weiter. In der Hoffnung, dass ich hier keine Smaragde mehr bekomme, sondern Eisen. Eisen, ich möchte Eisen. Eisen, bitte, lieber Gott, Eisen. So, was muss ich denn hier machen? Mit Dumbledore treffen, ja. Ich versuche nämlich gerade diesen Patronus zu bekommen. Ich habe nur einen Tag Zeit für die Scheiße.
Weil ich hab's heute Morgen total verpennt und dann war die Zeit abgelaufen. Und das hat mich ein bisschen in Verzug gebracht. Das ist ein bisschen blöd. Oh, hier ist viel Kohle. Oh, super. Super, super. So. Das haben wir. Hopp. Und hier, weg. Und wieder hoch. Och nee, da lag noch Kohle. Ist mein Inventar schon wieder voll? Nee, ist es nicht. So, ich muss jetzt hier starten. Starten, so, und das war's auch schon. So, da kann ich später drauf klicken, weil meine Energie ist noch nicht aufgebraucht. Und ich muss ja um 23 Uhr circa schlafen. Peile ich zumindest an, dass ich dann ins Bett gehe. Und ja. So, Lapis will ich nicht haben. Ich möchte Eisen. Eisen. Boah, was ist daran zu schwer? Ne? Eisen. Ich möchte einfach nur Eisen haben. Oh, und keine Scheiße hier. Spuck, ey. Spuck auf die Erde, ey. Bah. Bah, 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 bah. Hä, findet man hier nicht so viele Höhlen, oder was? Ich will eine schöne Höhle haben. Mann. Ich brauche noch 50 Eisen. 40 Eisen. Bitte, bitte, bitte. Oh, Redstone, komm, ich nehme dich mit. Eisen? Eisen, bist du hier? Eisen, bist du hier? Jetzt habe ich mein Handy ausgemacht, war nicht ganz so schlau. Sonst kann ich ja gar nicht die Fragen vorlesen. Wo haben wir es denn? Oh Gott, wo ist denn jetzt Ask hier schon wieder? Ich raste aus. Da, Ask. So. Das haben wir. Reiseziele 2019. Okay. Reiseziele 2019. Letztes Jahr war ich auf den Malediven, war mega schön. Davor war ich auf der Karibik. Oh, auch traumhaft schön. Und wo möchte ich jetzt hin? Am liebsten nach Neuseeland. Aber weiß ich noch nicht. Neuseeland ist echt sehr, 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 sehr schön. Nach Tokio würde ich auch sehr, sehr gerne. Und halt so. So für zwischendurch finde ich immer Holland ganz gut. Dass man da am Strand einfach chillt. Weil es nicht ganz so weit von Düsseldorf. Oh wow. Die Leitung beendet das Projekt. Wow. 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 Statt mit einem Plugin nachzuschauen, wer das war. Wow. 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 Oh, toll, ey. Ja, geil, ne? Das Projekt ist dann, glaube ich, beendet. Oh, Mann, ich dachte, ich hätte hier endlich ein cooles Projekt. Ja, ich habe so ein geiles Schiff gebaut, ja. Und dann so ein Scheiß hier. Das raste ich ja. Und wer, mein Schiff ist explodiert. Jungs. Dann stell doch ein, dass Feuer und TNT nicht funktionieren. Mein Gott, ey. Mein Gott, ne, also, sorry, ja, aber da gibt's echt Lösungen für so ein Problem, ja. TNT kann man ja easy ausschalten, ja. Ja, Pech. Pech. Ja, trotzdem. Hallo da. Ja, weiß ich noch nicht, ne? Mal gucken. Mal gucken, ob das jetzt wirklich das Ende. Wow, nach Tag 2 ist das Projekt hier direkt tot, ja? Und ich habe so viel. Ich habe eine Höhle gefunden. Ja, wow, geil, ne? Ob die mir jetzt hier noch was bringt, ich weiß nicht. Ich werde mal weiterfahren. Vielleicht überlegt er sich das ja nochmal gut. Und ja, ich hoffe. Ich hoffe. So. Und hopp. Und hoppi hoppi. Ich würde so gerne noch weiterspielen. So, hopp, hopp, hopp. So, oh, düdüdüdüd.
So, oh Mann, jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Der ist raus. Wer ist der? Der ist raus. Z. Asuna. Wer war das? Asuna. Asuna, meinte ich. Asuna-sama, nein! Nein, Asuma. Asuma, Leute. Oh Gott, Eisen. Eisen, Eisen. Wow, der ist raus, ne? Und der kickt die nur. Kann er nicht bannen, oder was? Ist er irgendwie... ich möchte nicht gegen die Leitung sagen, aber... Oh, Alter, er schreckt mich nicht so. Ich verstehe die Leitung immer nicht so. Ich weiß auch nicht, wie alt die sind. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich ja schon wieder nur Müll. Und... Eisen. Smaragd. Eisen. Eisen. Nee, nicht beenden, bitte. What the fuck? Ja, keine Ahnung. Lass mich in Ruhe, Asuna. Asuna, Summer. Ich brauche nur Eisen. 27. War das dein Haus? So. Und hopp. Ach Gott, ich bin so bescheuert, ne? Ich mache mir Platz und dann Lapis, um Lapis wieder mitzunehmen oder was? Ich raste hier gleich auch noch aus. Ich raste hier, okay. Ich weiß noch nicht, was hier mit dem Projekt jetzt los ist. Aber ihr wart live dabei, wo es beendet worden ist. Falls es beendet worden ist. Ja, so. 33, ich brauche noch doppelt so viel. Leute, was ist das hier? Wieso gibt's hier nirgendwo Eisen? Also zu selten. Oh, 10.000 Creeper, die mich irgendwie nie sehen. Dann bin ich später wieder. Und mir kaum Schaden machen. Ja. Gut. Ach wow. Ach, ich hab das Fell um das Ding. So. Achso, da wären wir von da gekommen. Okay, Kohle ist eigentlich auch ganz gut. Aha. Und hier. Da ist Eisen. Da ist Eisen, Leute. Eisen, Eisen. Ich sehe dich. I see you. I see you. Und? 37. Waren nur 4. Aber immerhin ein bisschen. Oh, da geht's runter. Ne, ist nichts. Umsonst gewesen. Er ist halt wirklich so, ne? Wartet mal. Ja, wartet mal. Wieso ignoriert er halt immer meine Vorschläge? Weiß das einer? Ich erzähle ihm, was man machen kann. Ja, gegen solchen Mist, ja? Und der ignoriert diese Scheiße einfach. Verstehe ich nicht. Ich verstehe den Typen nicht. Und ich hätte direkt hier diesen L, wo ist dieser L-Typ hier? Der ist gar nicht online, oder? Nee, der ist gar nicht an so ein Luca oder sowas. Den hätte ich direkt gebannt. Weil der wurde erwischt, wie er Kisten geklost für sich hat, die ihm nicht gehören, ne? Und das ist schon richtig asozial. Einfach so offene random Kisten claimen. Geil. Den hätte ich direkt gebannt. Oh nicht, da hätte ich keinen Sinn. Eisen! Eisen! Ich komme, Eisen! Mama kommt! Mama kommt hier! Komm, Eisen! Ich brauche bitte eine große Ader, nicht nur 4. Please, please, please. Oh scheiße. 4. Ich raste aus, immer nur 4. Sind noch mehr Eisen? Optifine habe ich natürlich auch drauf. Ich sehe da nichts. Was? Da ist Eisen, da ist Eisen. Ein paar Vorschläge. Ja, Vorschläge habe ich auch, ne? Also, sorry, ja, wenn du meine nicht liest. Du. Keine Beleidigung. Keine Beleidigung. Muss ich das rausschneiden? Nee, ne? Ich mein's ja nicht ernst. Nur ein bisschen ernst.
ja, dass er meine Vorschläge ignoriert, aber das ist ja persönliche Meinung. Ne? Ich bin ja nur ein random Mann. Kann hier jederzeit rausgekickt werden. Für nichts tun. Ja. Okay, 3. Immerhin. Immerhin, ich hätte gern einen Wassereimer, aber ich habe mir ja noch nie einen hier gemacht. Gehe ich da unten jetzt hin? Ja komm, komm, gehen wir mal gucken. Gehen wir mal gucken, einfach runterfallen lassen. Passiert schon nichts, das ist ein Zombie-Schirm. Hier wird's ziemlich eng, da war Eisen. Da war Eisen. Perfekt. So, oh 4. 5! Oh mein Gott, Rekord. 49, noch circa 11. 11, würde ich fast sagen. Oder habe ich richtig gezählt? Ja, ne? 9 mal bla bla bla. 9 mal bla bla bla. Sind 27 plus 4 sind 31, also 62 brauche ich. Euch noch 11, 12. 12 Stück brauche ich noch. Boah, Mathe, ne? Ich bin Mathe-Genie. Und die Folge geht schon viel zu lange. Aber ich habe gesagt, ich mache das jetzt hier noch. Okay. Noch 11. 11. Komm, Leute. Ich möchte gerne 11. 12. 13. 14. Ich bin blöd. Zu blöd. Schon wieder, ne? 7. Noch 3. Noch 3. Schaffen wir die 3 noch? Bitte. Bitte, bitte, bitte. Irgendwo. Irgendwo. Irgendwo Eisen. Und wehe, ich habe irgendwo Eisen übersehen, Leute, ne? Dann raste ich aber hier komplett aus. Komm, 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 komm. Hier ist kein Eisen. Oh, da ist Eisen. Da ist Eisen, Leute. 3 Stück. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Oh Gott. Ich will nicht sterben. Oh, das ist nur mehr Eisen. Oh mein Gott, ich bin gerade richtig fertig mit den Nerven, weißt du? So. Gut. Dann würde ich sagen, das war's für diesen Part. Ich habe jetzt ein bisschen länger alles gedacht, aber es ist echt schwer, Eisen hier zu finden. Und das schnappe ich mir natürlich nochmal. Hier, ne? Hui. Oh. Das Gold, ne? Und im nächsten Part, falls dann noch der Server hier existiert, ne, können wir uns nochmal die Stadt ein bisschen genauer anschauen. Die ist relativ groß, mit so vielen Spielern. Ich weiß gar nicht, wie viele es sind, ne? Auf jeden Fall, ihr könnt das zählen. Ich zähle mal für euch. 3, 6, 9, 12, 15, 16. Plus 15, 31 sind gerade online. Das ist schon richtig gut, finde ich, für so ein Projekt. Ich finde das echt mega gut. Ach Gott, hier ist ein Eisen. Nehme ich mir auch mal direkt mit. So. Ach scheiße, das können wir gar nicht mehr aufsammeln. Kabel, komm weg. So. So, hier haben wir, ja, Gold lasse ich jetzt mal hängen, weil ich habe keinen Bock mehr. Ja, okay, Leute. Das war's dann mit Hope. Staffel 1, ne? Wie es da oben steht. Und wir sehen uns dann. Ach ja, falls ihr mir sagen könnt, wie ich oben links das wegmachen kann, ja? Das stört mich nämlich richtig. Ja? Ist nicht so, dass ich weiß, dass ich mit Labimod noch weniger FPS habe als ohne Labimod. Aber ich will das weghaben. Das nervt mich. Und da ist mein Nachbar. Dr. Hase. Dr. Hase heißt der. Ja, ja. Und das hässliche Klotz, ey. Von diesem Axt-Dingsbums-Typen. YouTuber. Wo ist er? Der ist gar nicht mehr online. Ja. Am liebsten abreißen. Abreißen. Ah. Okay, Leute. Das war's. Oh Gott, das muss ja hier in den Ofen schnell. Ja. Ach, weg damit. Braucht kein Schwein. So. Und wir... Ach ja, ich kann euch schnell mal ein bisschen zeigen. Da sind vier Dinger da. Hier ist das da drin und hier sind auch 10.000 Bücher wie hier. Ah ne, hier ist Holz und gebrannter Ton. Den zu farmen war schrecklich. Ne, hier Ton, paar Dia-Schwerter, Zaubertisch, Perle und hier haben wir noch eine Entschuldigung von Axmann. Der hat mir nämlich Zuckerrohr geklaut, aber er hat eine Entschuldigung geschrieben. Also, war's in Ordnung. Bis dann, euer Kamito, haut rein und ciao.